So, liebe Fans, da sind wir wieder rechtzeitig mit dem Gongschlag, der dieses Handicap-Match eröffnet. Ja, vor zwei Wochen hat ja Rey Mysterio Chavo Guerrero besiegt, wurde dann von Edge, von Curt Hawkins und Zack Ryder angegriffen. Also das ist eine, man hat das Gefühl, nie enden wollende Geschichte. Ja, vor drei Wochen, da hat ja Rey Mysterio sich die Chance geholt, gegen Edge anzutreten, ausgerechnet gegen Edge selbst in dieser Schlag-die-Zeit-Herausforderung. Er hat die beste Zeit, die da bis dahin ja Chavo gehalten hatte, geschlagen. Und deshalb wird er beim Royal Rumble, also gegen Edge, antreten. Und seitdem ist der natürlich auf der Jagd nach ihm. Und jetzt ist natürlich die Frage, was können die Edgeheads, was können Curt Hawkins und Zack Ryder noch ausrichten, um Rey Mysterio so kurz zwei Tage vor dem Royal Rumble zu schwächen? Und liebe Fans, wir haben ja schon über zwei Tourdaten gesprochen. Ein Tourdatum möchte ich noch erwähnen. Das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, denn die SmackDown Superstars kommen ja auch zu ihrer WrestleMania Revenge Tour hierher nach Europa, und zwar am 12. April in die Arena nach Genf in die Schweiz. Und sie sind alle mit dabei: Batista, der Undertaker, Rey Mysterio, der Great Khali, Matt Hardy, Mark Henry, Finlay, Chuck Palumbo, MVP, Michelle McCool und noch viele mehr. Karten gibt es unter www.ticketcorner.com oder unter www.fnac.ch. Telefonisch unter 0900 800 800. Mit allen Informationen zu den Großveranstaltungen, zu Raw, zu SmackDown, den Touren, zu Fanartikeln und so weiter und so fort, finden Sie auf der einzigen offiziellen deutschen Homepage. Und zwar ist die unter wwe.com, weiter auf WWE Worldwide, da gibt es einen Link, und dann weiter auf Germany. Schau dir das an, da war Rey Mysterio gerade drauf und dran, sich in Szene zu setzen. Und dann wird er von Zack Ryder und Curt Hawkins gemeinsam bearbeitet. Die hatten gewechselt, von daher war das okay, diese Aktion erlaubt. Da muss Rey Mysterio natürlich drauf achten, dass er nicht in so einen Konter fährt, sollte seine Aktion eben weg von der gegnerischen Ecke planen. Absolut, und wieder arbeiten die beiden zusammen, und genau das haben wir schon einmal gesehen, dieser Double Backbreaker und sofort das Cover von Curt Hawkins, aber Rey Mysterio kommt raus. Er will natürlich, hier sehen wir den Chef der Edgeheads, Edge selbst. Natürlich will sich Rey Mysterio hier noch einmal in Szene setzen, um auf keinen Fall, sagen wir mal, geschwächt in dieses Match zu gehen. Aber Curt Hawkins und Zack Ryder sind nicht irgendwer. Das sind schon zwei klasse Superstars. Auf jeden Fall. Und sie würden alles tun. Das ist ja das große Problem für Rey Mysterio in dieser Auseinandersetzung. Um Edge irgendwelche Dienste zu leisten. Da kann sich Rey nochmal hochkämpfen. Tritt zu. Noch einmal, er kann sich noch nicht befreien. Jetzt allerdings scheint es zu gelingen. Jawohl, wunderbarer Enzo Giri. Oh ja, Rey Mysterio, der muss hier wirklich alles bieten, um sich zu befreien. Gelingt der Wechsel? Das ist die Frage. Jawohl, er gelingt. Und Rey Mysterio hat es, glaube ich, gar nicht so richtig mitbekommen. Das ist das Problem. Er muss mit zwei Gegnern fertig werden. Taucht hier weg. Hat er wirklich schön gemacht. Hier nochmal der Enzo Giri, aber das Problem, dass natürlich auch Rey Mysterio durch all die Aktionen, wir haben es ja gerade noch einmal gesehen, auch in der Wiederholung, ziemlich geschwächt ist. Wunderbare Kopfschere allerdings, das ist die Schnelligkeit, die Technik eines Rey Mysterio. Absolut, jetzt die Frage, was kann Zack Ryder dagegen machen? Wunderbarer Springboard Flying Reverse Body Press, aber das Cover funktioniert nicht. Edge sehr konzentriert im Backstage-Bereich, schaut sich auf dem Monitor diese Auseinandersetzung an. Aber Zack Ryder macht natürlich weiter, das ist ja klar. Warum auch nicht? Denn auch für ihn und für seinen Partner Curt Hawkins ist das hier schon ein wichtiges Match. Denn Rey Mysterio gehört zu den Besten der Besten. Der Sunset Flip bringt nichts, stattdessen ein harter Tritt von Rey Mysterio. Dann noch einer gegen Hawkins, ist schon der Hammer. Und ein wunderschöner Springboard Big Splash, toll gemacht. Das Cover, aber nur bis zwei. Ja, da kann er sich gerade noch befreien, Zack Ryder. Das wäre es gewesen für Rey Mysterio, doch noch den Sieg hier einzufahren in diesem Handicap-Match, das natürlich alles nur vorbereitend zu sehen ist für den Royal Rumble. Man will einfach von Seiten der offiziellen Edge die bestmöglichen Chancen einholen. Absolut, aber Rey Mysterio kontert hier wieder einmal. Oh ja, will den 619 zeigen, da ist aber Curt Hawkins, doch den hat Rey Mysterio kommen sehen, und Curt Hawkins fliegt gleich über das oberste Seil. Ist noch die Möglichkeit gegeben für den 619, will er gar nicht. Stattdessen gibt es einen wunderschönen Launching Top Rope Plancher.
Was für eine Leistung mal wieder von Rey Mysterio, der seine ganze Technik, seine Akrobatik hier mit ins Spiel bringt. Jetzt natürlich angezählt wird, aber das ist nur hypothetisch. Kommt zurück in den Ring. Wunderbar hat er das wieder mal gemacht. Sieht jetzt Samson in Perfektion, aber hat offensichtlich leichte Probleme mit dem linken Bein. Ja, das ist wohl wahr. Da kann natürlich die Landung schon ein bisschen problematisch werden. Ein Double Drop Kick in den Rücken von Zack Ryder, aber da wartet Kurt Hawkins mit dem Stuhl und da gibt es einen wunderschönen Springboard Flying Reverse Drop Kick. Das ist ein Rey Mysterio, der eine unglaubliche Übersicht unter Beweis stellt. Die Gegner sind schon disqualifiziert worden. Das war sehr gut gemacht vom Ringrichter, gleich zu reagieren, als der Stuhl ins Spiel kam.